Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier zusammen mit Herrn Professor Tschatscha zu unserem heutigen Patientenabend. Mein Name ist Schiedek. Ich bin verantwortlich für die Viszeralchirurgie hier im Klinikum Ludwigsburg. Professor Tschatscha ist Internist und Onkologe, Gastroenterologe. Und wir haben uns für Sie heute ein durchaus komplexes Thema vorgenommen. Es geht um fortgeschrittene Tumorerkrankungen, aber eben in Verbindung mit den Möglichkeiten der Therapie. Ich würde zunächst mal einiges Grundsätzliches erläutern wollen. Sie werden unsere Vorträge hören und ich bitte Sie, wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie die Möglichkeit des Chats in Anspruch. Sie können während der Vorträge Ihre Fragen eingeben und wir werden dann am Ende versuchen, diese Fragen möglichst auch umfassend abzuarbeiten. Jetzt zur Einführung einige grundsätzliche Erläuterungen. Was ist überhaupt ein fortgeschrittener Tumor? Wann sprechen wir davon? Das ist einerseits ein Tumor, der eben nicht nur auf ein Organ begrenzt ist, der einerseits zum Beispiel Nachbarorgane infiltriert, der aber auch unter Umständen bereits Tochtergeschwülste, sogenannte Metastasen, in anderen Körperregionen gesetzt hat. Oder aber es ist auch eine Tumorsituation, wo die Funktion des befallenen Organs ausgedehnt geschädigt wurde. Beispiel wäre, wenn jemand in einem Darmkrebs einen Darmverschluss erleidet oder wenn jemand bei Leberkrebs eine Gelbsucht bekommt und dann das Organ nicht mehr richtig funktioniert. Ein fortgeschrittener Tumor ist aber auch ein Tumor, der die Gesamtverfassung des Patienten bereits erheblich verschlechtert hat. Es gibt Patienten, die merken erstmal gar nichts von dem Tumor, aber es gibt eben auch die anderen, bei denen eben eine fortgeschrittene Erkrankung dazu führt, dass bei diesen Patienten eine normale Ernährung nicht mehr möglich ist. Dann registriert man oft ausgedehnte Gewichtsabnahme, Leistungsknick oder Schwäche. Es kann sein, dass über die Tumorerkrankung hinaus bereits als Folge der Erkrankung andere Organsysteme, zum Beispiel Herz, Lunge oder auch Leber und Niere geschädigt sind, dass Patienten Blutarmut haben, weil zum Beispiel der Tumor einerseits zu einer inneren Blutung geführt hat oder aber der Organismus so geschwächt ist, dass er nicht mehr ausreichend Blut bilden kann. Und was man nicht zu gering einschätzen darf, sind auch Veränderungen, die Patienten erleiden und erleben auf der psychischen Ebene, also Patienten, die Depressionen kriegen, gar über Lebensmüdigkeit klagen, einfach weil der Tumor ihnen ordentlich an Substanz raubt. Fortgeschrittene Tumoren sind, wenn wir um Tumoren des Verdauungstraktes reden, hauptsächlich diese Formen, die Sie hier lesen können. Das ist Dickdarmkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Speiseröhrenkrebs, Magenkrebs und Leberkrebs. Es gibt natürlich auch darüber hinaus immer noch seltenere Formen, aber dies sind die, mit denen wir am häufigsten im Zusammenhang eines fortgeschrittenen Tumorleidens zu tun haben. Nun, allein schon der Ausdruck, dass es sich um etwas Fortgeschrittenes handelt, der macht, denke ich, allen klar, dass wir eben auch, um die Lage ausführlich und gut beurteilen zu können, reichlich Untersuchungen benötigen. Das ist einerseits natürlich die Beurteilung durch eine ganz generelle Untersuchung, was ist der Patient für einen Allgemeinzustand? Wir brauchen Blutabnahmen, Gerichtsbestimmung und eben verschiedene technische Untersuchungen wie Ultraschall, aber auch Magen- und Darmspiegelung, Röntgen etc. Und in manchen Fällen brauchen wir dann noch Fachkollegen aus angrenzenden Fächern, wie zum Beispiel in der Urologie, Gynäkologie oder auch Anästhesie und Kardiologie, um den Gesamtzustand des Patienten richtig abschätzen zu können. In jedem Fall braucht es dann einen Plan, und zwar einen Plan, der sich nicht generell für jeden Tumor eins zu eins überall abbilden lässt, sondern der auf die eigentliche Grundsituation individuell des Patienten angepasst werden sollte. Und da müssen wir uns immer am Anfang fragen, besteht hier eine dringliche Notfallsituation? Müssen wir sofort handeln? Im Falle der Chirurgie müssen wir unter Umständen sogar notfallmäßig operieren. Wie groß ist dann aber die Belastbarkeit des Patienten an sich? Wie viel können wir ihm zumuten? Das betrifft aber auch wiederum die Frage, wie viele Untersuchungsmöglichkeiten und wie viele Untersuchungsverfahren können wir jemandem zumuten? Es ist die Frage, ob Zusatzerkrankungen vorliegen, welche Untersuchungen uns überhaupt weiterbringen und nicht zuletzt, ganz wichtig aus der Aspekt, wie viel
von Therapie und wie viel an Untersuchung möchte denn der Patient? Nicht alles, was das Krankenhaus und was wir als Klinikum generell einsetzen können, ist dann unbedingt das, was der Patient selbst haben will. Und da muss dann entsprechend auch die individuelle Lebenssituation des Patienten berücksichtigt werden. Und gerade weil es sich hier um sehr weitreichende Entscheidungen handelt, ist es für uns immer auch durchaus sehr von Vorteil, wenn nicht der Patient alleine diese Entscheidungen mit uns im stillen Kämmerlein bespricht, sondern wenn er seine Vertrauten, Lebenspartner und Familie hinzuzieht, weil es dann durchaus auch im weiteren Verlauf wichtig sein kann, dass wir wissen, in welche Richtung wir gemeinsam gehen wollen. In der Regel sind bei all diesen fortgeschrittenen Erkrankungen eben mehrere Spezialisten notwendig. Wir wollen ja schließlich alle Möglichkeiten, die da sind, alle Behandlungsaspekte besprochen haben. Wir möchten, dass die Situation so geklärt ist, dass am Ende auch eine optimale Behandlungsmöglichkeit. Und das wird insgesamt typischerweise besprochen bei all denen, die große Tumorzentren betreiben, so wie bei uns eben auch in einer Tumorkonferenz. Wenn wir jetzt über Behandlungsziele sprechen, dann kann ich Ihnen hierzu nur rein Grundsätzliches sagen. Es gibt natürlich die Idealkonstellation, dass die Möglichkeiten, die vorhanden sind, auch zum Zeitpunkt, wo man die Behandlung beginnt, abschätzen lassen, hier geht es um das Ziel komplette Heilung. Wir haben also quasi die 100% Karte gezogen. Es gibt aber auch Situationen, wo zunächst mal die hundertprozentige komplette Heilung nicht unbedingt auf dem Horizont zu sehen ist, wo wir dann darüber diskutieren müssen, welche Therapiemöglichkeiten haben wir, um dem Patienten trotzdem eine Verbesserung anbieten zu können. Es geht dann immer um die Frage, einen Zugewinn an Lebenszeit, aber vor allem auch an Lebensqualität zu erzielen. Ich sage hier nur das Stichwort, Patienten sollten schmerzfrei sein, sie sollten am Alltag wieder vernünftig teilnehmen können. Und das können wir unter Umständen erzielen, indem wir den Tumor einfach nur verkleinern oder aber in bestimmten Situationen auch das Tumorwachstum sehr, sehr lange hinauszögern. Normalerweise sind gerade in diesen fortgeschrittenen Fällen auch mehrere Behandlungsschritte notwendig. Und dann ist es uns ganz wichtig, dass jemand, der beteiligt ist, versteht, es geht dann gar nicht so sehr darum, was ist jetzt die beste Methode, sondern es geht häufig darum, dass man diese Methoden vernünftig und so, dass sie ideal zusammenwirken können, auch kombiniert. Also zum Beispiel die Möglichkeiten der Chirurgie mit den Möglichkeiten der Chemotherapie oder der Immuntherapie. Oder eben gerade auch dann zur Verstärkung dieser Effekte der Strahlentherapie. Was häufig vergessen wird, und darum kümmern sich auch Kollegen und Mitarbeiter von Herrn Professor Tschatscher, das ist beispielsweise die Ernährungsmedizin. Ich habe Ihnen anfangs erzählt, Patienten kommen unter Umständen, wenn der Tumor fortgeschritten ist, in einer relativ schlechten oder zumindest sehr beeinträchtigten Allgemeinsituation, sind unter Umständen mangelernährt. Und dann sind die Therapieaussichten in so einem Zustand natürlich deutlich schlechter. Und deswegen würden wir, wenn immer es geht, versuchen, diese Grundsituation zu verbessern. Was ebenso wichtig ist, ist, dass die Patienten in Anführungszeichen fit werden für die Operation. Dazu brauchen wir Physiotherapie. Und Sie alle wissen, dass Physiotherapie in der Rekonvaleszenz, also nach einer Behandlung, nach einer Operation, praktisch Usus ist. Aber wir haben es bei uns jetzt auch etabliert, dass wir Patienten vor einer Operation schon Physiotherapie geben wollen, damit sie eben trainiert in eine unter Umständen durchaus schwierige Operation gehen. Was wir alle nicht vergessen sollten, ist dann auch der nicht geringe Druck, der auf den einzelnen Patienten, aber auch ihren Angehörigen lasten kann. Und deswegen gibt es in den typischen Darmkrebs oder auch Tumorzentren, die von der Deutschen Krebsgesellschaft betrieben werden, überall eine psychoonkologische Betreuungsmöglichkeit. Und das kann man auch bei uns in Anspruch nehmen. Also zusammenfassend, und ich habe es hier extra nochmal hingeschrieben, ist es so, dass wir gerade bei fortgeschrittenen Tumoren eben nicht schnell und einfach jetzt irgendwie operieren möchten, sondern wir wollen, dass möglichst die Operationsbedingungen so ideal sind, dass hinterher auch ein großer Erfolg resultiert.
Der Verlauf einer Erkrankung ist sicher nicht vorherzusehen. Und da wird es Überraschungen geben. Und es gibt Überraschungen leider im negativen Sinn. Es kann sein, dass der Tumor trotz einer Chemotherapie während der Behandlung wächst, schneller als erwartet wächst. Aber es gibt eben durchaus auch Überraschungen im positiven Sinn, dass der Tumor viel, viel besser anspricht, als man erwartet hätte, dass dann plötzlich zusätzliche Therapiemöglichkeiten entstehen und die Heilungschancen steigen. Aus dem Grund ist es auch ganz wichtig, dass man regelmäßig während einer Tumorbehandlung immer wieder auch überprüft, wie der Tumor sich nun entwickelt. Das ist insbesondere wichtig bei Patienten, wo man vielleicht am Anfang denkt, man kann eine definitive Heilung gar nicht erreichen und man macht eine palliative Behandlung. Und wenn eben dann positive Überraschungen auftreten, dann muss man auch die Chance haben und muss der Patient die Chance bekommen, dass man das Konzept noch mal ändert und eben das Maximum versucht zu erreichen. Ich will Ihnen jetzt am Beispiel einer durchaus komplexeren Operation zeigen, auf was man da so achten muss. Das ist aber nur ein Beispiel. Ich zeige es hier anhand einer Leberoperation. Vergleichbares gibt es bei der Bauchspeicheldrüse, Vergleichbares gibt es bei Darm oder Magen oder Speiseröhre. Ich habe es am Anfang erwähnt. Bei der Leberoperation ist es so, Sie sehen im Bild einerseits ein recht grobes Schema, wie so eine Leber aufgebaut ist. Und da muss man sich an den anatomischen Gegebenheiten orientieren. Man möchte einerseits natürlich das Nötige entfernen, aber auf der anderen Seite auch das, was gesund ist, zurücklassen. Und die Leber ist ganz kompliziert durch Blutgefäße, aber auch durch Gallengänge durchzogen. Und auf dem rechten Bild, das sich da so bewegt, kann man sehen, da ist so eine blaue Kugel, die soll einen Tumor simulieren. Und je nachdem, wo diese blaue Kugel sitzt und je nachdem, mit welchem Sicherheitsabstand man operiert, desto mehr Lebergewebe müsste man dann opfern. Und dann sieht man, wenn man das so simuliert, wie wir das für Operationen auch tun können, dass da unter Umständen manchmal recht wenig Lebergewebe betroffen ist, dass aber in anderen Positionen und unter anderen Situationen dann auch erheblich viel mehr Lebergewebe dem ganzen Eingriff bzw. dem Tumor zum Opfer fallen kann. Entscheidend ist zu wissen, dass die Leber eine sehr, sehr gute Regenerationsfähigkeit hat. Das wissen wir und das wussten schon anscheinend die alten Griechen, denn hier ist ein Bild, das Prometheus zeigt und die Leberchirurgen nehmen das immer gerne als Beispiel. Der arme Prometheus, der den Menschen das Licht gebracht hat, wurde nämlich durch den Gottvater Zeus dadurch bestraft, dass er ihn an einen Felsen angekettet hat und den Adler immer schickte, um ihm jeden Tag ein Stück Leber wegfressen zu lassen. Und das Ganze ging endlos, einfach deswegen, weil die Leber halt immer wieder regeneriert hat. Für uns ist jetzt wichtig zu wissen, von der gesamtgroßen Leber genügen uns, wenn die Leber sonst nicht krank ist, 30%, dass ein Mensch ganz normal damit leben kann. Und das eröffnet uns eben durchaus große Chancen. Hier in dem Bild kann ich Ihnen zeigen, das ist ein Tumor, der unter Umständen fast die Hälfte der Leber betroffen hätte. Und ich habe Ihnen jetzt erzählt, dass es durchaus noch mehr sein kann, wenn man die Blutgefäße entsprechend berücksichtigt. Deswegen hat man sich entschlossen, bei diesem Patienten erst eine Chemotherapie zu machen. Und dadurch wird der Tumor, der am Anfang eben dieses gesamte Areal betroffen hat, erheblich viel kleiner und dadurch auch der Eingriff dann wesentlich überschaubarer. Das heißt, in dem Fall würde man vor einer Operation dringlich eben auch eine Chemotherapie setzen. Das mit der eingeschränkten Funktion der Restleber hatte ich Ihnen bereits erzählt. Und wenn man da jetzt am Anfang in Situationen ist, wo man weiß, es reicht halt nicht aus, dann kann man eben entweder die Chemotherapie einsetzen oder man kann andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel so eine Embolisation verwenden. Da werden die Blutgefäße des Tumors bzw. der betroffenen Leberabschnitte, die werden verschlossen. Das macht bei uns entweder der Radiologe oder Professor Tschatscha oder wir selbst, indem wir da eine Ligatur auf die Gefäße setzen. Man sieht hier, wie das dann aussieht, wenn diese Abschnitte, hier ist das dicke normale Blutgefäß und alles, was dahinter kommt, ist dann plötzlich ausgeschaltet und da reagiert dann die Leber darauf. Und man sieht hier, das war das ursprüngliche Bild und hier sehen Sie diese hellen Reflexe, das sind die Metallkügelchen, die diese Blutgefäße verschlossen haben. Und wenn man sich das jetzt
im normalen Leben anguckt, dann war das der Tumor ursprünglich. Dieses Gesamte wurde entfernt. Das, was hier gelb gezeichnet ist, ist der Rest der Leber. Und wenn man sich das Ganze dann ein Vierteljahr später anguckt, dann können Sie sehen, wie viel enorme Regenerationskraft hier eine Leber aufzuweisen hat. Das ist fast wieder genauso viel Volumen, wie ursprünglich vor der Operation vorhanden war. Was auch wichtig ist für uns, wir wollen einerseits wissen, wie ist nun die Gefäßversorgung? Deswegen machen wir eine Ultraschalluntersuchung bei der Operation. Aber wir wollen auch erkennen, ob Patienten zusätzlich zu dem, was uns das Röntgen gezeigt hat, vielleicht noch andere Metastasen und Tochtergeschwülste haben kann. Und dann wird als allererstes eine Kontrolle über die Blutgefäße durch den Chirurgen erreicht. Und was man dann sehen kann, ist hier, wenn man die Blutgefäße gut kontrolliert und die Tumorgefäße unterbindet, dann ist das, was hell ist, das verbleibende gesunde Lebergewebe, und das, was dunkel ist, ist das, was später entfernt wird. Das heißt, man hat hier dann auch eine relativ klare Grenze, an der sich der Operateur orientieren kann. Und so sieht ein Lebertumor, in dem Fall eine Lebermetastase, aus. Man kann durchaus erkennen, dass da auch erstens ordentlich viel Lebergewebe betroffen ist. Wenn man genau hinguckt, kann man auch erkennen, wie dicht ganz große Blutgefäße hier neben diesem Tumor sitzen. Deswegen ist das eben auch eine Operation, wo wir sehr viel Vorbereitung und auch gute Übersicht brauchen, um die dann durchzuführen. Was es außerdem gibt, ist, dass man, wenn Metastasen günstig liegen, beziehungsweise an ungünstiger Stelle, aber günstig für uns zu erreichen sind, dass man dann überlegt, die durch Hitze zu zerstören. Das kann entweder wie hier im Bild bei uns im Rahmen einer Operation passieren, also zusätzlich zu anderen Eingriffen, oder aber es kann beispielsweise in der Abteilung von Herrn Professor Tschatscher auch ultraschallgesteuert oder durch die Radiologen mit Hilfe einer Computertomographie gemacht werden. Was man da sieht, ist auf dem Bild zu erkennen, das ist der Tumor, und dann sticht man an den Tumor ein und fährt dann viele kleine Metallhäkchen aus, und an die wird dann Mikrowelle angelegt, und diese Mikrowelle erzeugt Wärme, Hitze, und dadurch wird der Tumor zerstört. Jetzt zum Abschluss noch einen ganz typischen Verlauf. Eine Patientin im Alter von 58 Jahren, und das war jetzt im Januar 2006, wurde bei dieser Frau ein Dickdarmkrebs diagnostiziert. Und zwar, wie man hier sehen kann, da ist fast der ganze Darm ausgefüllt. Das heißt, die Patientin kam schon in einen beginnenden Darmverschluss. Sie hatte aber zum Zeitpunkt der Operation, was man jetzt in dem Computertomogramm auch erkennen kann, eben nicht nur diesen Krebs im Darm, sondern sie hatte auch bereits in einem Leberabschnitt eine Metastase. Der Tumor im Darm war groß, er hat sogar dann die Bauchwand betroffen, es war der rechte Eierstock betroffen und es waren Teile des Dünndarms betroffen. Das heißt, in letzter Konsequenz musste da schon relativ viel auch entfernt werden. Und außerdem haben wir gesehen durch den Ultraschall, dass zusätzlich zu dieser einen Lebermetastase insgesamt noch weitere vorhanden waren. Und das hat nun zunächst bedeutet, wir haben alles, was in diesem Zusammenhang entfernt werden konnte, entfernt, und haben dann, weil wir wussten, dass wir nicht alle Metastasen auf einen Schlag entfernen können, die Patientin zunächst mit den Kollegen der Inneren gemeinsam weiter behandelt. Das heißt, die hatten dann eine Chemotherapie gemacht. Nach den ersten 4 Zyklen haben wir nochmal geguckt und haben gesehen, es ist diese eine Metastase noch vorhanden, aber die ist nicht mehr gewachsen. Und es ist dann nochmal die Chemotherapie fortgesetzt und komplettiert worden, um dann im August des Jahres die nochmalige Operation an der Leber durchzuführen. Das war im August 2006. Im Mai 2007 muss man dann leider erkennen, und das ist ein ganz typischer Verlauf, dass zusätzlich nochmals Metastasen in der Leber aufgetreten sind. Und zu dem Zeitpunkt war die Patientin aber in einem wesentlich besseren Zustand, weil eben der Grundtumor am Darm weg war und sie sich eigentlich ganz gut erholt hatte, sodass wir jetzt eine relativ ausgedehnte Operation an der Leber durchführen konnten. Und es wurden dabei eben alle diese Restmetastasen entfernt. Und Sie können jetzt hier sehen,
Da ist dann praktisch alles, was an rechter Leber vorhanden war, ist weg. Und das, was man hier sieht, ist die restliche linke Leber, die sich schon erheblich vergrößert hat. Und sehen Sie schon auch hier, begonnen hat das Ganze im Januar 2006 und wir sind hier im November 2008. Das heißt, es ist schon ein ordentlicher Zeitrahmen, der da ganz gut ins Land gegangen ist. Was sich dann aber wiederum, und auch das ist typisch, im Verlauf der Zeit gezeigt hat, war, dass die Patientin hier und hier zu sehen eine Metastase in der Lunge entwickelt hat. Nun würde man gerade eben auch da dann sagen, sofern es zu entfernen ist, sofern es zu operieren ist, wird man es operieren. Genau das haben wir gemacht. Das heißt, es wurde dann der Teil des linken Lungenunterlappens entfernt. Und das ist jetzt der Zustand 2014. Ich will nochmal erinnern, 2006 sind wir alle ins Rennen gegangen und seit 2014 ist die Patientin tumorfrei. Damit hat sich ein durchaus anstrengender Verlauf und durchaus auch eben die Notwendigkeit mehrerer Operationsschritte in diesem Fall sehr gelohnt. Damit kann ich zusammenfassen und sagen, es steht eine Vielzahl verschiedener Behandlungsformen zur Verfügung. Die sind aber prinzipiell erstmal da. Angepasst muss es in jedem Fall immer wieder an die individuelle Gesamtsituation des Einzelnen werden. Nicht jeder hat das gleiche Alter, nicht jeder ist gleich belastbar und nicht jeder möchte auch die gleiche ausgedehnte Behandlung haben. Damit es zum Erfolg führt, müssen alle Experten gemeinsam hier Hand anlegen und einen gemeinsamen sinnvollen Plan auch aufstellen. Und dann ist es uns durchaus möglich, auch fortgeschrittene Tumorstadien zu heilen, aber mindestens die Gesamtsituation für die Patienten zu verbessern. Vielen Dank soweit von meiner Seite. Wie gesagt, ich bitte Sie, wenn Fragen sind, die über den Chat einzugeben. Und ansonsten würde ich jetzt Herrn Professor Tschatscher für seinen Vortrag bitten. Ich schalte hier um. Und Moment, jetzt muss ich auf Präsentation schalten. Karel, du hast das Wort. Ja. Ich mache schon mal den. Thomas, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich glaube, Sie haben jetzt eine sehr, sehr gute Einführung zu dem Thema bekommen. Ich würde das noch ein bisschen vertiefen und Ihnen zeigen, was moderne Therapie heute können und das insbesondere am Beispiel des Bauchspeicheldrüsenkrebses, der ja einen großen Schrecken verbreitet. Hier sehen Sie zunächst mal, was sind denn die häufigsten Tumoren überhaupt der Menschen? Sie sehen, bei Männern und Frauen ist das unterschiedlich. Bei Männern ist es die Prostata ganz eindeutig und bei den Frauen ist es die Brust. Der Brustkrebs ist bei der Frau so häufig und dann kommen die anderen Tumoren und der sechsthäufigste Tumor bei der Frau ist eben der Bauchspeicheldrüsenkrebs und der neunthäufigste beim Mann. Und die Lebenserwartung der verschiedenen Tumoren, die unterscheiden sich ganz, ganz gravierend. Also Tumor ist nicht Tumor. Ich sage immer, eine Operation kann eine Entfernung eines Leberflecks auf der Haut sein, kann aber auch eine Herztransplantation sein. Sie sehen zum Beispiel, Hodenkrebs wird nahezu in allen Fällen geheilt oder Patienten mit einem Prostatakrebs, die leben nahezu auch alle nach 5 Jahren. Aber da gibt es eben auch Tumoren, die eine etwas schlechtere Prognose haben und der Bauchspeicheldrüsenkrebs ist einer, der eine besonders schlechte Prognose hat. Warum ist das denn so? Das ist so, weil sich der Krebs bei der Diagnose, wenn wir ihn feststellen, schon in einem sehr, sehr fortgeschrittenen Stadium befindet. Normalerweise ist über die Hälfte der Patienten, bei denen wir diesen Tumor diagnostizieren, bereits mit Metastasen, also hat bereits Absiedlungen in anderen Organen, insbesondere der Leber. Oder er ist, wie wir sagen, lokal fortgeschritten, also er wächst in einer sehr ungünstigen Form, die es dem Chirurgen unmöglich macht, den komplett zu entfernen. Nur 20% sind bei Diagnosestellung überhaupt einer OP zugänglich. Mit den neuen Behandlungsmöglichkeiten steigert sich diese Zahl. Allerdings, und der Chirurg, der letztendlich eine Heilung ermöglicht, kommt dazu, mehr Patienten eben zu behandeln. Warum ist das Pankreaskarzinom, der Bauchspeicheldrüsenkrebs, denn so katastrophal? Der ist so katastrophal wegen diesem exponentiellen Wachstum. Das kennen wir jetzt alle aus der Covid-Zeit. Das haben wir, glaube ich, jetzt alle bis zum Abwinken gelernt. Aber Sie sehen,
hier, wenn der Tumor 2 Zentimeter groß ist, dann ist der nur noch in 30% der Fälle ohne Metastasen. Also der ist relativ klein und explodiert dann mit einem exponentiellen Wachstum in einer relativ kurzen Zeit und macht sehr, sehr, sehr früh Absiedlungen im ganzen Körper. Was können wir dann in dieser Situation tun, wenn die Chirurgie nicht mehr zum Zuge kommt oder noch nicht zum Zuge kommt? Da ist die klassische Chemotherapie und hier hat es gravierende Verbesserungen, Neuentwicklungen gegeben. Sie sehen, im Jahre 1994, 96 hatten wir zum ersten Mal überhaupt ein Medikament, was leidlich gewirkt hat. Und es sind doch einiges an zusätzlichen Chemotherapiemöglichkeiten in den letzten Jahren dazugekommen. Und bei der Chemotherapie, da heißt es immer, naja, das schädigt ja den Patienten, den geht es hinterher schlechter als ohne Chemotherapie. Und das widerlegt diese Kurve. Da hat man mal genau nachgeschaut, ein Patient mit einer relativ aggressiven Chemotherapie und einer sehr milden Chemotherapie. Und es zeigt sich, dass die Patienten mit einer etwas aggressiveren Therapie eine deutlich bessere Lebensqualität haben. Woran, als die mit der milden Chemotherapie, würde man ja nicht so erwarten. Und woran liegt das? Das liegt einfach daran, wenn der Tumor kontrolliert ist, dann ist die Lebensqualität einfach sehr viel besser, weil häufig ist die Verschlechterung der Lebensqualität nicht Nebenwirkung der Therapie, sondern einfach das Voranschreiten des Tumors. Also es lohnt sich schon, auch hinsichtlich der Lebensqualität, den Tumor möglichst lange unter Kontrolle zu halten. Und hier sehen Sie ein Beispiel, das sind Bilder, die wir vorher nicht gesehen haben. Sie sehen hier die Leber, haben Sie auch schon vorhin gesehen, das ist eine Computertomographie, ein Querschnitt durch den Menschen. Und hier sehen Sie diese ganzen Metastasen. Und unter Therapie sind die nahezu verschwunden. Also das sind Bilder, die haben wir vor 10, 20 Jahren noch überhaupt nicht gesehen. Da gab es keine Behandlungsmöglichkeiten, um diesen Tumor derart zurückzudrängen. Es gibt auch jetzt neuere Medikamente. Nanopartikel, Albumin gebunden, kennt man vielleicht jetzt auch schon von Covid. Die neuen Therapien sind dann auch etwas günstiger vom Nebenwirkungsprofil. Also man hat nicht so viele Nebenwirkungen wie mit den klassischen. Und so sind wir mittlerweile so weit, dass wir zu verschiedenen Stadien unterschiedlich behandeln und eine individuelle Therapie für den Patienten wählen können. Und das ist jetzt auch etwas so, wo diese mRNA-Impfstoffe verpackt sind. Das sind diese Liposomen. Sie sehen, das ist so eine Fettkügelchen. Und diese Fettkügelchen kann man nicht nur mRNA hineinpacken, um Menschen damit zu impfen. Man kann auch Medikamente da hineinpacken, zum Beispiel das Irinotecan. Und das wird dann speziell zu den Tumorzellen transportiert und dort von den Fresszellen aufgenommen und freigesetzt. Und führt dann eben dazu, dass der Tumor besser angegriffen werden kann. Wenn eine Chemotherapie dann mal versagt, dann haben wir verschiedene weitere Therapien, mit denen wir den Patienten halt auch in dieser Situation weiter helfen können. Es gibt aber neben der klassischen Chemotherapie mittlerweile auch noch ganz andere Möglichkeiten der Behandlung, Immuntherapie und sonstiges. Stromentzündungskaskaden. Ich möchte Ihnen zeigen, wie weit fortgeschritten bei anderen Tumoren die Therapien mittlerweile sind. Sie sehen hier den Lungenkrebs. Und Sie sehen von dem Lungenkrebs, sehen Sie, wo wir eine Mutation finden, für die wir ein bestimmtes Medikament haben. Das ist bis hierher. Und jetzt neuerdings gibt es auch für bestimmte KRAS-Mutationen gibt es Medikamente. Also Sie sehen, dass die Anzahl an Tumoren beim Lungenkrebs die mit einer ganz spezifischen Therapie behandelt werden kann. Und das ist dann keine Chemotherapie, sondern es ist eine Therapie, die an bestimmten Signalkaskaden angreift und nicht diese klassischen Nebenwirkungen der Chemotherapie hat, die steigt zunehmend. Und diese Therapien, wenn man das genau findet, das ist wie so ein Schlüssellochprinzip. Wenn man das findet, dann erzielt man ein sehr, sehr viel besseres Überleben und sehr, sehr viel bessere Lebensqualität für die Patientin. Was heißt es für das Pankreaskarzinom? Da wissen wir, dass es eine Mutation in dem BRCA-Gen gibt. Das kennt man vielleicht von dem
Brustkrebs, wenn diese haben, dann sprechen die auf eine sogenannte Platintherapie hervorragend an. Sie sehen hier einen Tumor an dieser Stelle hier in der Bauchspeicheldrüse und nach dieser platinbasierten Therapie, wie der schrumpft. Also wir können jetzt auch beim Pankreaskarzinom in bestimmten Situationen eine massive Schrumpfung sowohl der Metastasen als auch des Primärtumors erzielen. Und das gibt es nicht nur in der akuten Therapie, sondern auch in der Erhaltungstherapie. Wiederum noch ein anderes Medikament, was woanders noch ansetzt. Und so führt sie das eine zum anderen. Wie ist es denn mit der Immuntherapie? Die ist ja in aller Munde. Es gibt Immuntherapie, da versteht man ganz viel Verschiedenes davon. Einmal die Vakzinierung, also das, wo zum Beispiel auch das BioNTech oder das CureVac bei der Covid-Epidemie herkam, wo man sich gedacht hat, aha, prima, wir können mit bestimmten Proteinen die Menschen impfen und da würde das Immunsystem dann aktiv werden gegen den Tumor. Das hat sich aber leider nicht bewahrheitet. Aber die anderen vielleicht doch. Und insbesondere die Checkpoint-Inhibitoren, die möchte ich Ihnen etwas näher bringen, weil die wirklich zu fantastischen Ergebnissen geführt haben. Wir haben, wenn ein, das ist etwas kompliziert vielleicht, aber Sie sehen, wenn eine Zelle, wenn ein Tumor vorhanden ist, dann reagiert der Körper mit bestimmten Abwehrzellen einmal direkt und einmal tötet er die Tumorzelle über diese T-Zellen. Und da haben wir Menschen eine natürliche Bremse eingebaut an zwei Stellen, eine natürliche Bremse, damit es nicht zu einer überschießenden Immunreaktion kommt, damit wir keine Autoimmunerkrankungen haben. Diese Bremse können wir aber lösen. Diese Bremse können wir mit bestimmten Medikamenten lösen und damit das Immunsystem sozusagen scharf machen gegen die Tumorzellen. Und das gelingt insbesondere bei Tumoren, die sehr, sehr viele genetische Veränderungen haben. Weil da gibt es sehr, sehr viel Zielproteine, wo diese reagieren können. Und hier ist ein Beispiel. Und Sie sehen, wenn diese Tumoren, die sehr viele Mutationen haben, dass die was für ein fantastisches Ansprechen, die auf die Checkpoint-Inhibitoren hier haben. Also hier gibt es ein Fenster der Möglichkeit, diese Patienten mit diesen Medikamenten zu behandeln und das Ansprechen, das soll in dieser Grafik gezeigt werden, dieses Ansprechen ist dann auch lang andauernd. Also diese Patienten haben nicht nur ein fantastisches Ansprechen gleich am Anfang, sondern dieses Ansprechen hält an. Sodass die Hoffnung in der Immunonkologie ist, dass wir nicht nur sozusagen wie früher, Patient hat eine bestimmte Lebenserwartung, mit der Chemotherapie kann ich die etwas verbessern, sondern dass wir ein Langzeitüberleben erzielen können, wie das heute ja schon möglich ist beim schwarzen Hautkrebs zum Beispiel und das hoffentlich in Zukunft möglich sein wird bei vielen weiteren anderen Tumorformen. Und das ist nochmal, um einfach zeigen, wie die Wissenschaft voranschreitet und was es für immer weiter Möglichkeiten gibt. Und der Fortschritt ist da unaufhaltsam zum Wohl der Patientin. Und wir hoffen, dass wir für jeden Tumor bald einen Schlüssel finden, damit wir ihn lange, lange kontrollieren oder vielleicht sogar auch heilen können. Aber fortgeschrittene Tumorerkrankung ist nicht nur Therapie mit Medikamenten oder mit Chirurgie, sondern das ist auch einfach eine palliative Therapie und da braucht es nicht nur Ärzte, sondern da braucht es ein multiprofessionelles Team. Da ist die Ernährungsberatung wichtig, die Seelsorge, die Physiotherapie, ehrenamtliche Selbsthilfegruppen, die Brückenpflege. Also da greift eine Behandlungsform in die andere, um die Patienten in dieser schwierigen Situation, Patient und Angehörigen zu unterstützen. Und dazu braucht es halt eben diese Zentren, was wir hier eben auch sind. Wir sind ein onkologisches Zentrum hier in Ludwigsburg. Wir sind ein Zentrum für gastrointestinale Tumoren. Wir sind ein Pankreaskarzinomzentrum. Wir sind ein Brustkrebszentrum. Wir sind ein Prostatakrebszentrum. Wir haben hier verschiedene Experten. Wir arbeiten sowohl mit der Klinik, die Klinik ist vernetzt über Tumorboards mit den verschiedenen Praxen, mit den Hausärzten. So dass das Patient sowohl während des stationären Aufenthalts als auch in der ambulanten Versorgung optimal versorgt ist. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Karel.
Ich sehe bislang keine Fragen. Das heißt, wenn Sie sich bisher nicht entschließen konnten, sind entweder keine Fragen da oder aber wir haben diese Fragen beantwortet. Und dann wünschen wir Ihnen gemeinsam einen schönen Abend, bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass Sie alle schön, brav, gesund bleiben. Wiedersehen. Wiedersehen und Wiederhören.